Ja, das hat ja heute was, brauchst du wirklich ein Mikro? Ja. Das hat ja heute was in unserer Atmosphäre, aber das ist ja auch nicht. Also erstmal herzlich willkommen zum Vortrag von Armin Schlechter heute Abend. Ich freue mich, dass ich das heute mal machen darf, weil Joachim Kemper ist gerade in Spanien auf einer Archivtagung, wo kann deshalb nicht hier sein. Ja, ich sage auch trotzdem noch ein bisschen was zu dir, weil es mir eigentlich ein besonderes Vergnügen ist, meinen Vorstandskollegen Armin Schlechter vorzustellen. Er studierte Germanistik, Mittellatein, mittlere und neuere Geschichte in Heidelberg und promovierte da 1991. Anschließend arbeitete er zunächst als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Badischen Landesbibliothek in Karlsruhe, absolvierte sein Bibliotheksreferendariat und war dann von 1996 bis 2007 Leiter der Abteilung Handschriften und alte Drucke an der Universitätsbibliothek in Heidelberg. Man kann es nur als einen besonderen Glücksfall bezeichnen, dass es gelungen ist, ihn dann hier nach Speyer zu holen, 2008, an die Pfälzische Landesbibliothek. Zahlreiche Ausstellungen und Publikationen, also ich staune immer, was da alles Jahr für Jahr irgendwie passiert. Und im Augenblick läuft auch eben eine Max Defugt-Ausstellung in der Villa Ludwigshöhe in Edenkoben, die ich mir gerade angeguckt habe, was ich nur empfehlen kann, sich das mal anzusehen. So, jetzt also übergebe ich dir das Wort. Vielen Dank, ja. So vor überschaubarer Wohnzimmerpublikum, aber nichtsdestotrotz freue ich mich, sehr geehrte Damen und Herren. Die Pfälzische Landesbibliothek, seit 2004 Teil des Landesbibliothekszentrums Rheinland-Pfalz, wurde im Jahr 1921 begründet und zwei Jahre später erst eröffnet. Ihre den Ersten Weltkrieg betreffenden Sammlungen sind mithin alle erst retrospektiv erworben worden. Den zweifellos wichtigsten Fonds bilden etwa 700 Plakate und Maueranschläge aus der Zeit von 1914 bis 1919, einschließlich des ersten Jahres der Besetzung der Pfalz durch französische Truppen ab Ende November 1918. Diese Plakate sind Teil einer größeren, zusammen etwa 2500 Einheiten umfassenden Sammlung, die vom Beginn des Ersten Weltkriegs bis etwa 1950 reicht und damit die großen historischen Wendepunkte des 20. Jahrhunderts. Diese Plakatsammlung stammt aus unterschiedlichen, heute nicht mehr in Gänze fassbaren Quellen, die aber in der Pfalz zu vermuten sind. Teils handelt es sich bei diesen Plakaten um druckfrische Exemplare, teils um tatsächlich öffentlich ausgehängte Plakate oder Maueranschläge, ja wie beispielsweise typische Verschmutzungen, Reißnagelspuren oder sogar in einem Fall Putzreste auf dem Rücken des Plakats zeigen. Die einzelnen Plakate der Sammlung sind bisher nicht erschlossen, aber als Grundlage für die weitere Arbeit komplett nach verschiedenen Zeitabschnitten sortiert. Begonnen wurde mit der konservatorischen Sicherung der Plakate, aber das ist ein Langzeitprojekt. Ein Teil dieser Medien weist Risse und Verschmutzungen auf, bei anderen wurde zeitbedingt sehr schlechtes Papier, sehr dünnes Papier verwendet, sodass manche Plakate entsäuert und dann mit Japanpapier in der Fläche gesichert werden müssen. Das ist angesichts der Größe der Sammlung sehr zeitaufwendig. Zweifellos besteht ein Zusammenhang zwischen der Plakatsammlung der Pfälzischen Landesbibliothek und den sogenannten Kriegssammlungen der Zeit, die von öffentlichen Einrichtungen, aber auch von Privatpersonen ab Kriegsbeginn zusammengetragen worden sind, um dieses als überaus bedeutend empfundene Ereignis, diese große Zeit oder, wie Karl Kraus sagt, dicke Zeit, möglichst lückenlos zu dokumentieren. Neben Plakaten gehörten zu diesen Kriegssammlungen Feldzeitungen, Feldpostbriefe, Kriegstagebücher, Kriegsandenken und vieles andere mehr. Bereits 1917 erschien ein gedrucktes Verzeichnis, das die in Deutschland entstandenen Sammlungen dieser Art dokumentierte. In Oldenburg erschienen. In Speyer gegründete das Historische Museum der Pfalz eine solche Kriegssammlung. Wahrscheinlich schwand nach der Niederlage das öffentliche Interesse an diesen Materialien, weshalb die Plakate letztlich ohne nähere Bestimmungen wahrscheinlich vom Historischen Museum eben auch an die Pfälzische Landesbibliothek abgegeben worden sind. Eine andere Privatsammlung lässt sich in Hasloch verorten. Die Pfalz gehörte seit 1816 nach dem Fall Napoleons wieder zum Königreich Bayern, ohne allerdings über eine lange
Landverbindung dorthin zu verfügen. Nach der Annexion von Elsaß-Lothringen im Gefolge des Krieges von 1870-71 hatte die Pfalz ihren jahrhundertelangen Status als Grenzland verloren. Das ist eine Karte der Zeit. Sie können sich hier an Mainz orientieren. Da ist Nancy. Ja, das ist der Rhein in jedem Fall. Das wäre die große Revue der Gegend hier. Das sieht leider sehr stark aus, das Bild. Die ab 1871 vor allem in Landau und Zweibrücken stationierten pfalz-bayerischen Regimenter wurden im Jahr 1900 zur 3. Infanteriedivision oder auch Pfälzerdivision zusammengefasst. Die Pfälzer, also die 3., die Pfälzerdivision bildete mit der 4. bayerischen Division das 2. bayerische Armeekorps, das seinen Sitz in Würzburg hatte. Mit königlicher Verordnung vom 31. Juli 1914 gingen die Befugnisse vieler zivilen Staatsbehörden auf die Militärbehörden über. Diese Aufgaben nahmen neben dem stellvertretenden Generalkommando des 2. Armeekorps in Würzburg, bei dem die Oberhoheit lag, weiter der Gouverneur der Festung Germersheim sowie der Kommandeur der 6. Infanteriebrigade in Landau war. Aufgrund ihrer grenznahen Lage spielte die Pfalz als militärische Basis im Ersten Weltkrieg eine große Rolle. Hier waren viele Ersatztruppenteile stationiert, hier gab es einige Lazarette und ebenso wurden hier viele Kriegsgefangene untergebracht. Obwohl die Front vollständig auf französischem Territorium verlief, blieb die Pfalz nicht von direkten Kriegseinwirkungen verschont. Der erste französische Luftangriff auf diese Region galt am 27. Mai 1915 der Pulverfabrik in Ludwigshafen, wobei schon etliche Tote zu beklagen waren. Im Jahr 1918 hatte die Entente in der Pfalz die Lufthoheit. So wurde unter anderem im März 1918 Friesenheim angegriffen. Natürlich von der Schwere der Schäden noch nicht zu vergleichen mit dem, was im Zweiten Weltkrieg mit Bomben angerichtet werden konnte. Wie in allen anderen deutschen Territorien wurde die Versorgungslage auch in der Pfalz im Verlauf des Krieges immer prekärer. Das deutsche Waffenstillstandsersuchen Ende 1918 kam auch für die pfälzische Bevölkerung völlig überraschend. Die der Zensur unterworfenen Zeitungen hatten die sich immer weiter zuspitzende militärische Lage an der Westfront nicht in ihrem gesamten Umfang publik gemacht. Die zeitlich folgenden revolutionären Ereignisse, in deren Zug der USPD-Politiker Kurt Eisner am 7. November 1918 in München die Republik ausrief, spielten in der Pfalz eine deutlich geringere Rolle. Gemäß dem Waffenstillstandsabkommen musste dieses Territorium bis zum 26. November 1918 von deutschen Truppen geräumt sein. In der Folge rückten bis zum 6. Dezember die französischen Besatzungstruppen unter General Augustin Grégoire Arthur Gérard ein, 1857 bis 1926, der dann bis zu seiner Pensionierung zum 12. Oktober 1919 die Obergewalt in diesem Gebiet innehielt. Die französische Besetzung der Pfalz endete erst am 30. Juni 1930. Die Plakatsammlung der Pfälzischen Landesbibliothek zum Ersten Weltkrieg ist vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Nutzung dieser Publikationsform durch die Entente einerseits und durch die Mittelmächte andererseits zu sehen. Während die französischen, englischen und amerikanischen Medien dieser Art unter Verweis auf die rückständigen Regierungsformen in Deutschland und Österreich sowie unter Verweis auf die gegen das Völkerrecht verstoßende Besetzung des neutralen Belgiens mit drastischen Feindbildern im Inneren Propaganda gegen ihre Gegner machten, verzichtete insbesondere Deutschland auf ein solches Vorgehen. Das ist ein französisches Plakat oder ein Flugblatt, vielmehr Testament de Wilhelm de Hohenzollern, dit Guillaume le Bandit, Imperieur d'Allemagne, das ist nicht nett. Die propagandistische, ich zitiere, Bekämpfung des Feindes in gehässiger Form wurde als Verstoß gegen die Haager Landkriegsordnung und das Völkerrecht betrachtet. Erst Ende August 1918 gab die oberste Heeresleitung ihre Zurückhaltung in diesem Punkt auf. Deutsche Propagandaplakate des Ersten Weltkriegs richteten sich in erster Linie an die eigene Bevölkerung und wollten mit didaktischer Zielrichtung den von den
Feinden erhobenen Vorwurf des deutschen Militarismus und der Unkultur widerlegen. Bei den etwa 700 Plakaten und Maueranschlägen der Pfälzischen Landesbibliothek handelt es sich sicherlich nicht um eine vollständige Sammlung der von 1914 bis 1919 in der Pfalz verwendeten Medien dieser Art, aber zweifellos um einen sehr umfangreichen und repräsentativen Teilbestand. Neben für das ganze Reich gültigen Plakaten, die zum großen Teil in Berlin gedruckt worden sind, spielen Medien dieser Art bayerischen Ursprungs eine große Rolle. Als Herstellungsort ist hier neben München vor allem Würzburg zu nennen, eben der Sitz des stellvertretenden Generalkommandos des 2. Armeekorps. In der Pfalz selbst ist nur ein Bruchteil der Plakate aller dieser Gattungen hergestellt worden. Plakate und Maueranschläge sind neben Tageszeitungen die Hauptträger der von der zivilen Regierung und der Militärverwaltung gesteuerten Kommunikation mit der Bevölkerung im öffentlichen Raum. Formal zerfallen diese Plakate in einen deutlich größeren, rein typografischen Teil von Maueranschlägen deutscher und später französischer militärischer Institutionen ohne repräsentativen Anspruch, die eben reine Verordnungen enthalten, letztlich Urkunden. Teils von renommierten Grafikern der Zeit sind dagegen die Plakate gestaltet, die sich im Sinne einer Motivierung an die Bevölkerung richteten und zu Spenden, zum Sammeln oder zur Zeichnung von Kriegsanleihen aufriefen. Gering ist dagegen der Anteil von eigentlichen Propagandaplakaten, die Vergleiche zwischen Deutschland und der Entente herstellen. Während die offiziellen Maueranschläge regelmäßig eine Datierung aufweisen, das ist ja nötig juristisch, sind viele andere Plakate ohne eine Firmierung erschienen und lassen sich deshalb zeitlich nicht immer mit Sicherheit einordnen. Den Beginn des Ersten Weltkrieges dokumentiert die vom Regierungspräsidenten, hier unten hier der Regierungspräsident der Pfalz, das war Adolf von Neuffer, im Namen des Königs verkündete Bekanntmachung über die Verhängung des Kriegszustandes, unter anderem mit der Verkündung des Standrechts, zugleich eine Bekanntmachung über den Übergang der vollziehenden Gewalt auf die Militärbefehlshaber. Zeige ich gleich, bemerkenswert hier ist, dass das Datum überhaupt nicht eingedruckt war und hier doch etwas ja, provisorisch von Hand eingetragen worden ist. Also man hat offensichtlich schon einige Zeit vorher diese Plakate gedruckt, in der Erwartung des Kriegsausbruchs. Das hier ist dann die Bekanntmachung über den Übergang der vollziehenden Gewalt auf die Militärbefehlshaber. Da gilt das Gleiche für die Datierung. Erhalten haben sich weiter der Aufruf an das deutsche Volk von Kaiser Wilhelm II. Vom 6. August 1914, worin er sein Handeln motiviert, sowie ein Extrablatt zur Pfälzer Zeitung und zum Rheinischen Volksblatt, war ja 31. Juli 1914. Hier wird eben über die drohende Kriegsgefahr berichtet, ausführlich über die russische Mobilisation und die ersten Einschränkungen betreffen bereits den Postverkehr. Also man sieht, hier ja, steuert man auf eine Katastrophe zu. Beim mit etwa 200 Einheiten größten Fonds innerhalb der 700 Plakate und Maueranschläge handelt es sich um offizielle Bekanntmachungen, die entweder Höchstpreise von Waren festsetzen oder im Zuge der Rationierung über die Beschlagnahme, Bestandserhebung, Enteignung und Ablieferung einer Fülle von landwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen Produkten, Kleidung, Metallen, Chemikalien und anderem mehr informiert. Vom 1. März 1917 datiert beispielsweise die Bekanntmachung betreffend Beschlagnahme, Bestandserhebung und Enteignung sowie freiwillige Ablieferung von Glocken aus Bronze, da ging es natürlich um die Kirchenglocken, die eben für die Kriegswirtschaft umgegossen worden sind, Kanonen und anderes. Diese Verordnungen, deren Schwerpunkt in die Jahre 1916 und 1917 fällt, waren weit überwiegend für ganz Bayern gültig und wurden entsprechend von den stellvertretenden Generalkommandeuren des 1., 2. und 3. Armeekorps in München, Würzburg und Nürnberg gezeichnet. Daneben gibt es einige wenige Verordnungen des 2. Armeekorps nur mit Gültigkeit für die Pfalz. Etwa 35 Musterungsaufrufe für den Landsturm, aber auch für den Vaterländischen Hilfsdienst haben sich enthalten. Für die Musterung der in der Region lebenden österreichisch-ungarischen Landsturmpflichtigen war das entsprechende Konsulat im badischen Mannheim zuständig, der kaiserliche königliche Generalkonsul. Sie sehen die Firmierung unten.
Zur militärischen Organisation der Pfalz gehört ein Formular des stellvertretenden Generalkommandos des 2. Armeekorps, mit dem ein Betrieb, ich zitiere, zur Erhaltung der öffentlichen Ordnung unter militärische Leitung gestellt werden konnte. Weitere Maueranschläge mit Bezug zum Krieg informierten die Bevölkerung über den Versand von Feldpostsendungen oder über den Postverkehr mit Kriegs- und Zivilgefangenen im Ausland. Auf anderen Einblattdrucken wurde vor der herrschenden Spionengefahr gewarnt und zur Vorsicht bei Gesprächen aufgerufen. Hier sehen Sie auch deutlich, was ich vorher schon gesagt habe, die Spuren, zum einen die Verschmutzung des Blattes und dann haben Sie hier die Reichsnadelspuren bzw. auch Abrisse. Also das ist wirklich ein Zeugnis, was über einen längeren Zeitraum aufgehängt worden sein muss, wahrscheinlich die 4 Jahre des Krieges. Die Kommandeure der 6. Infanteriebrigade in Landau und der Festung Germersheim erließen am 29. Mai 1917 eine Anordnung, die unwahre Kriegsnachrichten betraf, deren Verbreitung unter harte Strafen gestellt wurden. Im Namen des Kommandeurs des Kriegsgefangenenlagers Germersheim wurde am 7. Oktober 1915 eine Verordnung zum Umgang mit Kriegsgefangenen publik gemacht und am 21. April 1917 warnte der bayerische Kriegsminister Philipp von Hellinghardt vor der vom Ausland, wie er schreibt, gesteuerten Sabotage durch diesen Personenkreis. Also man sieht, wie auch eine immer größere Furcht und Panik im eigenen Land um sich griff. Auch das in der Pfalz und in Nordbaden zunehmend drängender werdende Problem der Fliegerabwehr wird auf einzelnen Plakaten thematisiert. Ein in München gedrucktes Plakat informierte über das Verhalten bei Luftangriffen. Die Kommandeure der 6. Infanteriebrigade in Landau und der Festung Germersheim verordneten am 16. März 1917 Beleuchtungseinschränkungen. Und die Stadt Zweibrücken machte am 12. August 1918 die Modalitäten der Bekanntmachung des Fliegeralarms publik. Das musste natürlich auch erst aufgebaut werden, eine solche Organisationsstruktur. Mit knapp 150 Einheiten bilden Aufrufe an die Bevölkerung um Spenden und um Sammlungen landwirtschaftlicher Grundstoffe sowie um die Zeichnung von Kriegsanleihen eine bemerkenswert große Gruppe. Zeugnisse für die Mangelwirtschaft der Zeit sind Umrechnungstabellen mit der Angabe, welche Mengen Fleisch oder eben Knochen und so weiter man für Fleischmarken bekommen würde. Es gab natürlich mehr Knochen als Fleisch gewichtsmäßig. Die Bevölkerung wurde auf grafisch teils herausragend gestalteten Plakaten zum Sammeln von Bucheckern, Kastanien, Brennnesseln und Wildgemüse aufgefordert. Sammelt Brennnesseln, bester Ersatz für Baumwolle, das gilt es sicherlich noch herauszubekommen, aber dass man hat sich eben wirklich mit allem helfen müssen, was der eigene Boden hergab. Wird auch bezeichnet als die deutsche Baumwolle, die Brennnessel. Auch Obstkerne sollten als Grundlage für die Ölgewinnung abgeliefert werden. Mein persönlicher Favorit unter den Plakaten, Sie sehen hier unten verborgen die Signatur, das ist ein Plakat von Ernst Dorn in München und ja, die grafische Gestaltung ist natürlich hervorragend, erinnert ein bisschen an Wilhelm Busch. Rechts und links haben Sie natürlich noch die Wittelsbacher Raute hier in Blau und Silber, also man sieht genau, wo das Ganze hergestellt worden ist. Das ist die Zweigstelle München des Kriegsausschusses für Öle und Fette. Da sind eben auch viele neue Organisationen gegründet worden. Und dann wurde eben entweder noch typografisch oder handschriftlich hier die nächste Sammelstelle eingetragen. Also dieses Plakat ist ein Beispiel für ein Medium, was nicht verwendet, tatsächlich verwendet worden ist, sondern was in druckfrischer Weise in die Bibliothek gekommen ist. Die Auflagen sind natürlich sehr groß gewesen. Die prekäre Versorgungslage wird auch aus einem Plakat deutlich, das die Eröffnung der Kriegsküche 2 in Zweibrücken im Dezember 1916 ankündigte. Kriegsküche. In dieselbe Richtung zielt ein auf Zeitungspapier gedrucktes Flugblatt mit dem Titel Steckrübengerichte für 4 Personen. Ganz billiger Druck, ganz schlechtes Papier. Sie sehen, dass das kaum richtig eingeschwärzt worden ist. Gegen die grassierende Lebensmittelspekulation in dieser Zeit richtete sich eine Warnung vor unerlaubtem Lebensmittelaufkauf, aber das ist der Regierung letztlich nicht gelungen, diese Spekulation einzudämmen. Andere Plakate warnten sich propagandistisch an die Landwirte. Landwirte fühlten sich auch in der Pfalz einerseits von den Rationierungsvorschriften gegängelt, andererseits wanderten Bauern
aufgrund des höheren Lohns auch in die Rüstungsindustrie der Städte auf. Eine Quelle für diese Vorgänge ist ein auf den 4. Februar 1917 datiertes und vom Chef des Kriegsamtes General Wilhelm Gröner gezeichnetes Blatt mit dem Titel Landarbeit ist vaterländischer Hilfsdienst. Wer um wenige Groschen mehr verdient, vom Pfluge weg zur Stadt eilt, begeht Fahnenflucht. Also da geht es einfach darum, die Landwirtschaft, die Versorgung, die Ernährungsversorgung intakt zu halten. Insgesamt lässt sich auf der Grundlage der erhaltenen Plakate aber feststellen, dass die Regierung in besonderem Maße versuchen musste, die Bauern zu umwerben und zu motivieren. Das ist ein Gegenbeispiel, das gehört aber zu den, ja, zur Minderheit. Die gesamte Bevölkerung sprach andere Aufrufe mit dem Ziel an, Gold und Schmuck insbesondere zur Finanzierung, zur direkten Finanzierung des Krieges unter dem Motto Gold gab ich zur Wehr, Eisen nahm ich zur Ehr, zu spenden. Man hat dann eben seinen Schmuck abgeliefert und hat einen eisernen Ring bekommen. Deswegen auch das Motto Gold gab ich zur Wehr, Eisen nahm ich zur Ehr. Plakate mit direkten Aufforderungen für eine bestimmte Waffengattung zu spenden finden sich vor allen Dingen im Zusammenhang mit dem U-Boot-Krieg, vor allem nach dem Beginn des uneingeschränkten U-Boot-Krieges am 1. Februar 1917. Gibt für die U-Boot-Spende ein Plakat des Marinemalers Willi Stöver. Hierzu gehört auch ein Aufruf zu einer U-Boot-Spende vom 14. April 1917 unter der Schirmherrschaft des bayerischen Königs Ludwig III., den eine große Zahl von Politikern und anderen Prominenten unterstützte, Bethmann, Hohlweg, Hindenburg und so weiter, Karl von Hertling. Zu Spenden zur Linderung der Not von Verletzten, Kriegsinvaliden und Hinterbliebenen riefen etliche Organisationen auf. Am zeitlichen Anfang steht das Deutsche Rote Kreuz, das mit einigen Plakaten vertreten ist. Schon unmittelbar vor Kriegsbeginn war es 1914 für eine Sammlung zugunsten der Freiwilligen Krankenpflege im Kriege, das ist vor dem Krieg, noch bevor auch wirklich der Kriegsbeginn abzusehen war, veröffentlicht worden, und es wird motiviert im zugehörigen Text damit, man wüsste ja nicht, wann der nächste Krieg komme, das war dann nur wenige Tage später. Der erste Jahrestag des Kriegsausbruchs wurde 1915 zum Anlass genommen, einen jährlichen Opfertag zugunsten der Kriegswohlfahrt auszurichten. Andere mit Aufrufen dieser Art bezeugte Institutionen waren die Nationalstiftung für die Hinterbliebenen, der im Kriege Gefallenen und der Deutsche Vaterlandstag, der Vaterlandstag sammelt. Ein weiteres regionales Beispiel für einen Sammlungsaufruf dieser Art ist ein Plakat der Freiwilligen Familien- und Kriegsfürsorge, das mit der Darstellung des Speyerer Altpörtels zu einer Spende bei zeitgleichem Einschlagen eines Nagels in das eiserne Wappen der Stadt aufforderte. Diese aus Holz gefertigten sogenannten Nagelungsfiguren wurden in vielen deutschen Städten und auch in Österreich zu demselben Zweck errichtet. Der Speyerer, an der Westseite des Altpörtels aufgehängte Exemplar, hat sich im Historischen Museum der Pfalz erhalten. Es wurde am 28. Juni 1916 eingeweiht. Da konnte man eben Nägel verschiedener Größe, verschiedener Ausstattung kaufen, und so entstand dann dieses Nagelungsbild. In Baden wurde in Freiburg im Breisgau ein eiserner Bau mit einer Höhe von 4 Meter aufgestellt, in Mannheim ein eiserner Roland. Es, ja, das vielleicht noch bemerkenswerte Stück in Rheinland-Pfalz finden Sie in Mainz, unweit des Doms, da steht tatsächlich noch in situ im Freien aufgestellt. Es gibt inzwischen auch einen Katalog der Nagelungsfiguren in Deutschland mit Hinweisen zu ihrer Entstehung, zu den Künstlern, die sie aufgeführt haben, zur Einweihung und anderes mehr. Die mengenmäßig meisten rein typografischen oder aber bebilderten Plakate in ganz unterschiedlichen Formaten, die zu Spenden aufrufen, stehen im Zusammenhang mit der Ludendorff-Spende. Die der neben Paul von Hindenburg einflussreichste deutsche militärische Führer Erich Ludendorff im Februar 1918 zugunsten der Kriegsbeschädigten und Hinterbliebenen begründet hatte. Hier ein ja, letztlich antikisierendes Bild, eine Bildfindung. Für diesen Zweck ist eben eine Vielzahl von Plakaten in ganz unterschiedlichen Formaten aufgelegt worden. Diese Initiative wurde von breiten Kreisen der deutschen Wirtschaft, von Offizieren und Politikern unterstützt.
Plakate wurden in Pfalz-Bayern aber auch zum Zweck des Totengedenkens genutzt. Die Hinterbliebenen erhielten, wie dieses Beispiel eines aus Neustadt an der Weinstraße stammenden Soldaten zeigt, zur Erinnerung an den Gefallenen aus ihrer Familie eine Lithografie, die ihn selbst vor einem Grab mit Kreuz und Kranz zeigt. Links sind der Name, der militärische Rang sowie der Todestag eingedruckt. Rechts findet sich die persönliche Ehrung des Toten durch den bayerischen König Ludwig III. Also das ist hier der Andres Gustav Stromberger, Landsturmmann. Und das ist dann der Todestag gewesen und eher seinem Angedenken später mal ein Beispiel und Vorbild Ludwig. Das Plakat geht auf einen Entwurf des 1868 in Schlesien geborenen Malers, Grafikers und Bühnenbildners Fritz Erler zurück. Hier unten sehen Sie diesen Natur Erler, der 1940 in München starb. Das ist ein Künstler, der zuerst kunstgewerbliche Arbeiten angefertigt hat und ab Beginn des Ersten Weltkriegs war er einer der offiziellen deutschen Militärmaler. Nebenbei, Max Levogt ist erwähnt worden. Max Levogt hat sich auch Ende 1914 beworben beim bayerischen Kriegsminister um eine Anstellung als Kriegsmaler. Er ist tatsächlich an die Front gefahren, hat unter anderem besucht den Ort, an dem sein Vater 1870 eine tödlich zum Tode führende Verwundung empfangen hat, in der Nähe des französischen Bassins, war aber dann von den Schrecken des modernen Krieges so verstört, dass er diese Expedition abgebrochen hat. Mit allein 50 Plakaten kommt der Aufforderung für die Zeichnung der zusammen neun verschiedenen ab September 1914 etwa halbjährlich aufgelegten deutschen Kriegsanleihen eine herausragende Bedeutung zu, wobei insbesondere die Propaganda für die 8. und die 9. Anleihe, das ist die falsche Richtung gewesen, für die 8. oder für die 9. Anleihe besonders gut vertreten ist. Für die Anleihe war Hindenburg selbst mit den Aussagen, wer Kriegsanleihe zeichnet, macht mir die schönste Geburtstagsgabe oder die Zeit ist hart, aber der Sieg ist sicher. Als Adressaten werden auch bei der Kriegsanleihe wiederum die Landwirte angesprochen. Sie würden, so die Plakataussage, Geräte und Material nach Friedensschluss auf der Grundlage der Kriegsanleihe erhalten. Ein Beispiel hierfür, darum zeichnet. Beispielsweise hier sehen Sie Landwirtschaftsmaschine. Aus regionaler Perspektive ist ein typografischer Einblattdruck mit dem Titel Warum muss jeder Pfälzer in Stadt und Land zur 6. Kriegsanleihe zeichnen? Besonders bemerkenswert. Das undatierte Blatt verweist auf die Verheerungen des Landes im Pfälzischen Erbfolgekrieg im Frühjahr 1689 durch französische Truppen unter General Villach und insbesondere auf den materiellen Schaden, den die Besetzung der Pfalz um 1800 im Zuge der französischen Revolutionskriege mit sich gebracht hatte. Eine Wiederholung dieser Vorgänge lasse sich nun durch finanzielle Opfer im Vorfeld vermeiden, eben die Zeichnung der Kriegsanleihe, so die Insinuation des Plakats. Vergleichsweise neue Wege der Werbung für die Kriegsanleihe gehen von der Druckerei Heller in München hergestellte farbige Einblattdrucke, die in Form eines mit Versen unterlegten Comics zur Zeichnung von Kriegsanleihen auffordern. Das Blatt ist betitelt Der Weg des Geldes mit Versen von Gustav Hochstetter und Bildern von keinem geringeren als Walter Trier, einer der bedeutendsten Grafiker seiner Zeit. Das Blatt richtet sich an verschiedene wirtschaftlich erfolgreiche Berufsgruppen, einen Bauersmann, einen Handwerksmeister, einen Kaufmann und einen Fabrikanten, die hier am Stammtisch sitzen und denen die Kriegsanleihe als vorteilhafte Anlageform und zugleich vaterländische Pflicht suggeriert wird. Am Ende heißt es dann zusammenfassend, wir Alten, wir schaffen mit, das Land zu erhalten. Auch unser Taler kann was zwingen und hilft, den Frieden zu erringen. Unter den zusammen 150 Aufrufen zu Spenden, zum Sammeln von landwirtschaftlichen Rohstoffen und in der Werbung für die Kriegsanleihe finden sich besonders viele Arbeiten bekannter deutscher Grafiker und Künstler. Vertreten sind in der Sammlung der Pfälzischen Landesbibliothek unter anderem Arbeiten des Gebrauchsgrafikers, Typografen und Malers Lucian Bernhard, des Gebrauchsmalers und Dekorationsmalers Julius Gipkens, des Grafikers, Malers und Illustrators Ludwig Hohlwein,
des Malers und Grafikers Louis Oppenheim sowie des Marinemalers Willi Stöver, das war das U-Boot-Bild. Und rein grafisch gesehen ist das natürlich eine hervorragende Bildlösung, wie man mit ganz wenig Farbe, eigentlich nur mit zwei Brauntönen, mit Grautönen und Schwarz, dieses Bild des versehrten Soldaten gestaltet, den man sein Leib auch tatsächlich ansieht. Ein sehr grafisch ganz hervorragendes, sehr gut gestaltetes Plakat. Mit etwa 20 Einheiten ist die Zahl der Plakate, die im engeren oder weiteren Sinn auf Propaganda abzielen, verhältnismäßig gering. Zu diesem Genre gehören typografische Maueranschläge, mit denen sich der bayerische König und der deutsche Kaiser im Anschluss an ihre entsprechenden Proklamationen bei Kriegsbeginn an das Volk wandten. Ludwig III. Gedachte am 30. April 1916 unter dem Titel An meine lieben Pfälzer, der hundertjährigen Wiederkehr des Übergangs der Pfalz an Bayern nach Jahren der französischen Fremdherrschaft. 100 Jahre, so ist hier zu lesen, 100 Jahre sind seit dem Tage vergangen, an dem die pfälzischen Lande nach langer Fremdherrschaft und wechselvollem Geschicke mit der Krone Bayerns vereint wurden. Am 31. Juli 1917 sprach Ludwig III. Im Maueranschlag an meine Bayern seinen Dank aus für all die Kriegsarbeit der Heimat. Zum Durchhalten rief am 12. Januar 1917 Kaiser Wilhelm II. Angesichts der Kriegsziele der Entente unter dem Titel An das deutsche Volk auf. Das kleinere, das in zwei Formaten gedruckten Plakats, zeigt als Illustration eine von einem Adler begleitete Germania mit gezogenen Schwert und Rüstung als Führerin des Volkes. Das ist relativ deutlich auf Arbeiter und Bauern abgestellt, der Hintergrund hier. Besonders suggestiv ist ein fiktives Zwiegespräch in Versen zwischen den Soldaten an der Front und den Rüstungsarbeitern in der Heimat, das in die Ausrufe "Schafft rastlos Granaten" und "Wir schaffen Granaten" mündet. Hergestellt oder gestaltet ist es von den Grafikern Bruno Erro und Egon Schirich und die Texte gehen auf den nicht näher fassbaren Friedrich Balzert und den Buchhändler, Journalisten und Schriftsteller Otto Riebeck zurück. Das sind also zwei verschiedene Künstler, die das Ganze gestaltet haben. Auf den ersten Blick scheint es einen Zusammenhang zu geben, scheint es ein Bild zu sein, das ist aber nicht so. Wir sehen hier oben die qualmende, rauchende Fabrik und dann gibt der Arbeiter die Granate nach unten und hier wird sie dann, hier ist der Schnitt, hier wird sie dann von den Soldaten an der Front entgegengenommen und hier oben haben sie dann den Schlachtensturm, der dann wiederum korrespondiert mit der Fabrik, mit dem Fabrikqualm. Dafür, dass es zwei unterschiedliche Künstler sind, ist es erstaunlich, zu welcher Einheit das Ganze sich gefügt hat. An die Presse richtete sich ein im Zusammenhang mit dem U-Boot-Krieg stehender Anhalt zur Erläuterung der täglichen Admiralstabsberichte über versenkten Schiffsraum, der eine Maßeinheit, mit der eigentlich der Normalbürger nicht wirklich was anfangen konnte. Direkte Propaganda gegen die Entente findet sich nur auf wenigen Plakaten. Unter dem Titel "Wer ist Militarist?" werden auf einem wohl 1917 gedruckten Blatt von Louis Oppenheim die Kriegsausgaben verglichen, der Zeit von 1719 bis 1914, das was eben England, Preußen und Frankreich ausgegeben hat in dieser Zeit, das sind die Militäretats. Ein weiteres Plakat wurde aus dem Jahre 1917-18 ebenfalls undatiert, stellt unter der Überschrift "Freiheit der Meere, England der Blutsauger der Welt, England als eben die ganze Welt mit seiner Flotte beherrschende Krake" dar. Besonders hervorzuheben ist in diesem Genre ein sehr suggestives Plakat, das sicherlich in der frontnahen Pfalz überaus wirksam gewesen ist und die brennende Wunde Frankreichs, wo sich ja der Krieg zum großen Teil abspielte, thematisierte, nämlich die Kampfgebiete in Frankreich bis hoch nach Belgien. Es heißt dort, ein breiter Streifen zerstörten Gebietes zieht sich wie eine riesige Wunde durch den Nordosten Frankreichs. Weithin Trümmerstätten ehemals blühender Städte und Dörfer, erstorbene Industriestätten, eisendurchsetzte Äcker, die kein Pflug mehr durchfurchen kann. Größer und größer wird täglich die Wunde, gierig frisst das Feuer weiter, geschürt von den Kriegshexern Clemenceau und Lloyd George. Deutsche, denkt an unsere Feldgrauen, die euch und die Heimat vor gleichem Schicksal bewahren.
Tatsächlich trat die unbedingte Notwendigkeit, Deutschland vor direkten Kriegsverwüstungen zu bewahren, wie sie vor allem Frankreich erleiden musste, im Laufe des Jahres 1918 mehr und mehr in den Vordergrund der deutschen Politik. Man wusste genau, was es bedeutet hätte, wenn der Krieg nach Deutschland hineingeschwappt wäre. Schon aus der Zeit der französischen Besetzung der Pfalz ab Ende 1918 stammt ein unfirmiertes Plakat, das erneut eine Entwicklungslinie vom französischen General Mellac links. Nun zu dem, ja, wird bezeichnet als der Mordbrenner der Pfalz, nun zum General Gérard Zug, also dem Oberbefehlshaber, dem Giftmischer der Pfalz, und gegen die in beiden Jahrhunderten in Landau stationierten Besatzungstruppen opponierte, agitierte. Das heißt unter anderem dort: Darum Achtung, ihr deutschen Pfälzer, Frankreich hat immer seine Mittel der Zeit angepasst, sein unentwegtes Ziel ist aber seit Jahrhunderten die Knechtung der deutschen Pfalz und deren endgültigen Rauf. Der historische Hintergrund des Plakates war der Versuch der Besatzungsmacht, separatistische Bestrebungen in der Pfalz zu fördern und auf diesem Weg einen vom Deutschen Reich unabhängigen Pufferstaat zu schaffen. Aus diesem Grund wurden beispielsweise unmittelbar nach der Besetzung alle Verbindungen der Pfalz zur Regierung in München und überhaupt zum rechtsrheinischen Gebiet unterbrochen. Das Plakat weist natürlich keinen Druckvermerk auf, der Verfasser und auch der Drucker wären für längere Zeit eingesperrt worden. In einen antifranzösischen Zusammenhang gehört offensichtlich auch dieser kleine Maueranschlag: Deutsch sei dein Gruß beim Kommen und beim Scheiden, das Wort Adieu, das sollst du ganz vermeiden. Auch hier ist zu erkennen, dass das Ganze recht lang aufgehängt worden ist. Wasserspuren, Schutzspuren und eben, haben sie sogar noch die ganzen Reißnagel mit Rostspuren hier oben in situ. Außerhalb der Plakatsammlung der Pfälzischen Landesbibliothek hat sich im Bereich der Nachlässe ein bemerkenswerter Fonds erhalten, der Zeugnisse gegnerischer Propaganda überliefert. Es handelt sich um den Nachlass von Ludwig Beid, 1865 bis 1936, ab 1909 Leiter der katholischen Lehrerbildungsanstalt in Speyer und nach, man kann schon sagen, pfalzbayerischer Historiker. Aus seinem Besitz stammen etwa 20 Flugblätter französischen und vor allem englischen Ursprungs, die sich an die deutschen Soldaten richteten. Teils wurden Medien dieser Art mit Flugzeugen über feindlichem Territorium, also über deutschem Territorium, abgeworfen. Bei den Flugblättern aus Nachlass Eid handelt es sich um Dinge, die zum Teil mit Ballons, hier steht es auch bei Ballon, den Luftballon, vertrieben worden sind. Man hat eine Schnur durch die Löcher gezogen, hat also eine Reihe von Flugblättern aufgereiht auf einer Schnur, hat das Ganze mit einer Zündschnur versehen und hat das dann eben bei Ostwind über die Grenze, über die Front fliegen lassen. Und wenn die Zündschnur runtergebrannt war, dann hat sich das verbreitet. Es müssen große Mengen davon produziert worden sein. Die englischen Flugblätter dieser Art gehören zur sogenannten AP, Aerial Propaganda Serie. Sie sind auch durchnummeriert und es sind zusammen 95 Einheiten Aerial Propaganda hergestellt worden. Es handelt sich teils um typografische Plakate, teils um illustrierte. Thematisiert werden beispielsweise unter dem Titel Der deutsche Friedhof in Frankreich die Gräber der dort gefallenen deutschen Soldaten. Je weiter der deutsche Soldat vorrückt, desto weiter in Frankreich wird sein Grab liegen, in Frankreichs Erde wird euer Grab liegen und so weiter. Andere Plakate richteten sich an die Arbeiter unter den Soldaten, die für die kapitalistischen Interessen der Kriegsgewinnler und für die Interessen der Monarchie ihr Leben lassen mussten. Dieses hier beispielsweise, heute sind sie daran dran, morgen komme ich wieder bei Blumen. Sie sehen es oben, der Todesrachen, da sieht man dann eben die deutschen Soldaten direkt in den Todesrachen laufen. Ja, das hier, da ist zu lesen auf dem Plakat, Daimler Aktiengewinn. Also man hat auch durchaus die deutschen Firmen, die an der Rüstung beteiligt waren, im Visier gehabt. Ein weiteres Plakat, genannt Der Letzte, zeigt eben die Einberufung des jüngsten Sohnes und was tatsächlich auch Wirklichkeit gewesen ist. Da haben sie dann eben den Vater und die jüngeren Söhne bereits schon als Gefangene mit Bildern an der Wand verewigt. Draußen sehen sie dann das Dunkle, jetzt dunkel verschwindende hier. Schon sehr expressive Plakate.
Ob die Propaganda irgendwas bewirkt hat, weiß man natürlich nicht. Am Ende ist es einfach auch die zunehmende Kriegsmüdigkeit, die immer schlechter werdende Ernährungslage und eigentlich die offensichtliche Sinnlosigkeit des Weitermachens gewesen, die in der Pfalz nachweisbar ist. Nur wenige Plakate der Pfälzischen Landesbibliothek gehören zu den Genres Werbung und Kultur. Erhalten hat sich ein Angebot von Kriegsversicherungen durch die Lebensversicherungsanstalt Gesellschaft Österreichischer Phönix. Aus dem Bereich des Kulturlebens sind verschiedene Ankündigungen. Von Theateraufführungen durch die Volksbühne des stellvertretenden Generalkommandos des 21. Armeekorps zugleich 16. Armeekorps in Zweibrücken bemerkenswert. Gespielt wurden in erster Linie Klassiker, also nichts, was den Krieg dann auch verherrlicht hätte. Das ist der Strom von Max von Halbe zu nennen, wäre beispielsweise Lessings Mina von Barnhelm und Goethes Iphigenie auf Tauris. Ziel dieser Aktion war es sicherlich, auf diese Weise Propaganda für die Militärregierung zu machen, die der Bevölkerung ja ansonsten nur herbe Einschränkungen auferlegen konnte. Das Bemerkenswerte ist dieses Signet letztlich dieser Volksbühne, eine Theatermaske, und da sieht man einen Soldaten an der Uniform zu erkennen, der mit der Muse ja fast flirtet. Merkwürdig. Zu nennen wäre weiter eine Ankündigung einer Ausstellung der Bayerischen Kriegsinvalidenfürsorge im Pfälzischen Gewerbemuseum Kaiserslautern im August und September 1916. Nur etwa ein Dutzend Blätter stammen aus der Zeit des Kriegsendes. Dazu gehören Verlautbarungen des bayerischen Ministerpräsidenten Kurt Eisner, in denen die revolutionäre Regierung ihr Programm vorstellte, aber auch die raufrechte Haltung der öffentlichen Ordnung. Das stellvertretende Generalkommando und der Oberbefehlshaber des Arbeiter- und Soldatenrates beim stellvertretenden Generalkommando, das war also eine Mischung aus der alten Militärregierung und der revolutionären Regierung, riefen die Pfälzer Ende 1918 auf, trotz des unmittelbar bevorstehenden Einmarsches der französischen Besatzungstruppen in der Pfalz zu bleiben, da die Lebensmittelversorgung von Flüchtlingen eigentlich unmöglich wäre. Das ist eigentlich das ganz große Thema nach Kriegsende. Wie können die Menschen weiter versorgt werden? Zudem, auch das sagt das Plakat aus, würde man sein Eigentum am besten schützen, wenn man es gar nicht verlässt. Andere Plakate der neuen Regierung stellten den offensichtlich grassierenden Diebstahl von Militärbesitz unter Strafe. In Mannheim beispielsweise wurden Ausgangssperren erlassen von der neuen Regierung, um Unruhen zu verhindern. Schon Ende November 1918 setzten die zusammen etwa 140 Maueranschläge der französischen Besatzungsmacht in der Plakatsammlung ein. Im Regelfall zweisprachig an die Population, an die Bevölkerung. Und am zeitlichen Anfang steht ein jetzt hier nicht gezeigter Aufruf von Marschall Ferdinand Foch ab dem 14. April 1918 Oberbefehlshaber der alliierten Streitkräfte, der eben die Übernahme des Oberbefehls im Land. Die sich anschließenden, teils einschneidenden und viele Lebensbereiche betreffenden, meist zweisprachigen Arrêté-Verordnungen sind dann von General Gérard allesamt gezeichnet worden. Signé und gezeichnet. In Landau ist das Ganze dann abgefasst worden. Eine gewisse Erleichterung der Ausgangssperre wurde erst am 28. Juni 1919 von ihm erlassen, nachdem die deutsche Regierung der Unterzeichnung des Friedensvertrags zugestimmt hatte und zusätzlich das Verhalten der Pfälzer gegenüber der Besatzungsmacht keinen Anlass zur Klage gebe. Tenor a donné le plutôt possible une certaine liberté aux habitants du Palatinat qui n'ont pas cessé de s'y montrer déferrant vis-à-vis de l'autorité militaire française. Kommt zur Zusammenfassung. Der Schwerpunkt der Sammlung von Plakaten und Maueranschlägen der Pfälzischen Landesbibliothek aus dem Ersten Weltkrieg liegt bei offiziellen Plakaten. Wieder ein Plakat, das sich an die Bauern richtet. Die drei Zentren der Herstellung dieser Medien sind vor dem Hintergrund der Zugehörigkeit der Pfalz, Bayern, München und Würzburg sowie auf Reichsebene in Berlin. Die Zahl der nur die Pfalz betreffenden Plakate und Anschläge ist dagegen deutlich geringer. In der Summe wären die in der Sammlung der Pfälzischen Landesbibliothek zu findenden Medien dieser Art auch für andere Regionen Bayerns oder auch für Deutschland repräsentativ. Thematisiert wird in erster Linie die Mangelwirtschaft, gefolgt von direkten Auswirkungen des Krieges auf das Land.
An den großen Raube nehmen Aufrufe zu Spenden, Sammlungen von Rohstoffen oder zur Zeichnung von Kriegsanleihen ein. Die einzelnen Medien zeichnen das Bild eines Landes unter Militärverwaltung mit vielen Vorschriften und einer Fülle von Strafandrohungen, dessen Versorgungslage sich mehr und mehr verschlechtert. Direkte, gegen die Entente gerichtete Propagandaplakate sind dagegen sehr selten. Ein spezifisch pfälzisches und in dieser Zeit bewusst reaktiviertes Phänomen war das Misstrauen gegenüber Frankreich aufgrund der Verwüstungen des Pfälzischen Erbfolgekriegs Ende des 17. Jahrhunderts und der französischen Revolutionskriege in den Jahren um 1800. Ein weiteres spezifisch pfälzisches Element ist aufgrund der Nähe der Front, insbesondere der Luftkrieg gewesen, der diese Region zu einem potenziell besonders bedrohten Territorium machte. Das wichtigste pfälzische Kriegsziel, dieses Territorium von direkten Kriegsanwirkungen fernzuhalten, scheiterte nach dem Waffenstillstand mit der Besetzung durch französische Truppen. Allerdings blieb die Pfalz immerhin von den Kriegszerstörungen, von Kampfhandlungen verschont. Die Sammlung von Kriegsplakaten der Pfälzischen Landesbibliothek ist eine wichtige Quellengruppe zum Ersten Weltkrieg in der Pfalz. Hohen Zeugniswert hat sie insbesondere für die Kommunikation zwischen Regierung und Bevölkerung im öffentlichen Raum, die grundsätzlich von den Herrschaftszentren gesteuert und um vergleichsweise wenige regionale Erzeugnisse ergänzt wurde. Der Alltag der Bevölkerung lässt sich auf dieser Grundlage erschließen. Sie selbst, die Bevölkerung, kommt bei dieser Quellengruppe aber überhaupt nicht zu Wort. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ja, vielen Dank, Armin. Ich glaube, wir können einfach Fragen stellen, in welche Sitzung ungefähr kurz was zu moderieren. Gibt es noch Fragen? Ist auch recht und gut. Da war was, ne? Das ist jetzt weniger eine Frage, als vielleicht eine gewisse Ergänzung, dass sehr viele Plakate in die Landesbibliothek gekommen sind, liegt sicherlich sehr zuallererst an dem ersten Leiter der Landesbibliothek, Dr. Reismüller, der 1921 eingesetzt wurde in seiner Stellung und der also sozusagen unter persönlicher Gefahr diesen Sachen nachgejagt ist. Also es gibt die Geschichten, dass er nachts hinter solchen Plakatklebern hergegangen ist, die die Litfaßsäulen und die Wände beklebt hatten. Und dann, wenn die verschwunden waren, wenige Minuten später auf der Bildfläche erschien, ihr der Leim trocknete und die Plakate wieder abgezogen hat, um sie der Bibliothek zuzuführen. Auf diese Weise hat er also da bemanifestiert. Und auf der anderen Seite auch sein sehr starkes Bemühen, die Pflichtexemplare einzutreiben. Wobei der Begriff Pflichtexemplar rein juristisch gesehen ja nicht solche Einblattdrucke umfasste. Das hat er aber natürlich den Leuten nicht erzählt und das haben wir auch nicht so deutlich gemacht. Man ist ja über solche Materialien auch sehr froh. Und er ist rumgegangen, er hat die verschiedenen Druckereien angeschrieben und hat dann also seine Pflichtexemplarberechtigung dargestellt als neue Landesbibliothek. Und da hatten die sicherlich noch Stapel von alten Plakaten und haben dann freigebig statt abgegeben. Also da kann man sagen, dass sehr viele sehr gut erhaltene dabei sind. Das waren dann noch Stapel, die irgendwo in der Ecke übrig geblieben waren. Und die dann, man war dann froh, dass man noch eine Verwertung dafür hat. Ja, das stimmt sicherlich. Es sind auch einige Flugschriftenplakate aus der Separatistenzeit, als eben die separatistische Bestrebung in der Pfalz gab. Und da sind auch richtig illegale Dinge dabei, die auch polizeilich abgeliefert worden sind. Das gleiche gilt dann auch fürs Dritte Reich, also da gibt es eine Kontinuität. Da gibt es auch verschiedene Fastikel mit Abwürfen von alliierten Flugzeugen offensichtlich, die man dann auch über die Gestapo der Bibliothek zugelandet hat. Also da gibt es auch tatsächlich noch etliches zu entdecken in diesem Fonds der Plakatsammlung der Pfälzischen Landesbibliothek. Also 700 Plakate habt ihr insgesamt durch die ganze Zeit? Nein, nur zum Ersten Weltkrieg. Erst nur 1914 bis 1919 und insgesamt sind es etwa 2500, 2000. Aber die sind sämtliche noch nicht erschlossen, nur mal grob sortiert, da ist noch Arbeit für die Bibliothekarsgeneration. Im Übrigen, das ist vielleicht auch nicht interessant, uninteressant hat es im weiteren Verlauf der 20er Jahre offensichtlich unter den französischen Truppen hier, die hier stationiert waren,
kommunistische Propaganda gegeben. Ah, ja. Ich kann mich daran erinnern, ich weiß nicht, wo das Stück geblieben ist, ein winziges Papierstückchen, auf dem drauf stand, also Kameraden, also verweigert die Befehle der Offiziere, wenn sie euch sagen, ihr sollt auf Deutsche schießen oder irgendetwas. Ah, ja. Und dann Partie Kommunist oder irgendetwas. Nicht? Also jedenfalls hat es politische Einwirkungen von kommunistischer Seite auf die hiesige französische Garnison gegeben. Unterschwellig natürlich. Und dann war nach der Zelt dabei, in Deutschland, gefunden in der Nähe der Kaserne. Also, das habe ich noch nicht gefunden. Ja, ja. Es ist ein ganz winziges Stück. Ja, ja. Ich hoffe, es kommt noch. Ja. Da. Gut, dann würde ich sagen, nochmal vielen Dank, Armin. Und noch der Hinweis auf den nächsten Vortrag. Am 17. November spricht Dr. Ulrich Himmelmann zur Archäologie in der Pfalz 2014. Aktuell ist aus der Arbeit der Landesarchäologie. Einen schönen Abend wünsche ich.